Bürgermeister McDonough. Ich kann Ihnen helfen, aber nicht, solange Sie eine Geisel haben. Lassen Sie sie frei. Also gut. Sie kann gehen. Ich sage Ihnen jetzt, wie es weitergeht. Ich verlasse diese Stadt unversehrt. Und ich behalte meine Würde. So leicht lasse ich Sie nicht vom Haken, McDonough. Sie werden für das bezahlen, was Sie getan haben. Entweder verlasse ich diese Stadt als freier Mann, oder ich reiße so viele von euch widerlichen Dreckskerlen in den Tod, wie ich kann. Was werden Sie dann tun, McDonough? Ich kann nicht zum Institut zurück und hier kann ich auch nicht bleiben, aber ich bin nicht dumm. Ich komm schon klar. Lassen Sie mich gehen. Gab es nicht schon genug Blutvergießen? Denken Sie an den armen Sullivan. Western Trail. Was bedeutet das? Sie werden sich vor Gericht verantworten und diese Leute werden Recht bekommen. Gott weiß, Sie werden viele Fragen beantworten müssen. Gericht? Bitte. Sie wissen doch, wie die Leute hier über Sünds denken. Ich gehe nicht ins Gefängnis, während die sich an meinem Unglück weiden. Das ist meine. Alter, was ist mit dem los? Komm schon! Aber jetzt bin ich wütend. In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken. Ich werde nicht im Gefängnis. Level 18 und hat einen Totenkopf. Willst du mich verarschen? Wenn die Level 184 oder so. Tschuuu. Anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Er ist tot. Ich kann nicht sagen, dass McDonough es nicht verdient hätte, aber... Ohne einen Bürgermeister muss jetzt der Stadtrat die Scherben aufsammeln. Hoffentlich machen die einen besseren Job. Ich weiß nicht, wann die Leute für eine neue Wahl bereit sind. Wird sicher nicht allzu bald sein. Aber wenigstens kennt Diamond City jetzt die Wahrheit. Hey, Piper. Gibt hier eine Menge aufzuräumen, Blue. Wir treffen uns später. Ich glaube, Diamond City braucht mich noch eine Weile. Keine Sorge, wir können uns bald auf den Weg machen. Das schreit nach einem neuen Artikel, hm? Gibt hier eine Menge aufzuräumen, Blue. Wir treffen uns später. Was mit ihr? Alles okay? Geneva. Oh mein Gott. Er hätte mich fast getötet. Du hast mein Leben gerettet. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Oh mein Gott. Er hätte mich fast getötet. Hey, Geneva. Du hast mein Leben gerettet. Nichts leichter als das. Book. Danny. Ich will nur einen Augenblick hier bleiben. Ist aber kalt. Piper hatte doch recht. Ich will nur einen Augenblick hier bleiben. Okay, warum immer? Der Kampf ist jetzt vorbei.
Mach mir auch mal ein bisschen Schnee. Wie ich sehe, hast du einer dieser tollen Vault-Anzüge. Eine Einheitsgröße für alle was. Gehen wir kurz zum Starlight Drive-In. Mach mich mal wieder leer und so. Raider Note. Hallöchen, Mike. Ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Warte. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Two-Shot Combat Shotgun. What? Hier mit dem Schnee oder meinst du jetzt hier drüben da im Spiel? Winter Overhaul heißt das Ding. Ich habe aber auch noch einen Reshade mit drauf gemacht und ein, also ich habe das noch ein bisschen verändert. Kann ich dir gleich mal zeigen, wie das aussieht ohne den Reshade. Erstmal fertig looten.
wieder oben war. Die Schrift ist natürlich ein bisschen schwieriger zu lesen, aber das stört jetzt erstmal eigentlich nicht so. So, guck dir das einfach mal so an. Also mit dem... Ach, der ist hier drin, war immer noch... Warte mal, ich kümmere mich mal schnell um den. Augen auf, die haben sich versteckt. Netter Versuch. Okay. Ich glaube, am besten sieht man das bei diesem Stacheldraht und so. Und da hinten bei dem Auto, siehst du das da hinten, das Auto? Wenn ich jetzt ranzoome, siehst du das halt so, wie es normalerweise ist, ne? Auch hier der Stacheldraht, wie du siehst. Wenn ich wegzoome, siehst du halt, dass das so gezeichnet ist. Und so sieht das normalerweise aus, ohne den Reshade. Und ich habe jetzt diese Wintermod drauf, wie du siehst, dass jetzt alles so ein bisschen winterlich ist. Schneeflocken kommen runter, statt Regen und so. Also es gibt auch keinen Regen mehr, sondern jetzt nur noch Schnee. Und damit man hier nicht ganz so... Damit das nicht ganz so... so schneeig aussieht, habe ich mir gedacht, ich ziehe mir dann halt noch diese extra... gezeichnete Dings mit drauf. So, dieses hier. Dass das so ein bisschen... Kennst du Borderlands? Ist ja auch so, ne? Mit diesen... schwarzen Rändern und sowas. Das siehst du zum Beispiel hier auch an der Figur. Die schwarzen Ränder und so. Was hältst du denn davon? Approved? Oder... You're going down. Ich habe ja nicht gesagt, ob du es spielst. Ich habe gefragt, ob du Borderlands kennst. Ich habe nicht gesagt, ob du es spielst. Ich glaube, Borderlands 2 habe ich mal ausprobiert, habe das ein bisschen gezockt, glaube so ein, zwei Wochen oder so. Aber mir wurde es relativ schnell langweilig. Weil das mir ein bisschen zu viel Loot... Ist mir ein bisschen zu viel Loot-Shooter, weißt du? Ich habe das dann irgendwann nicht mehr weitergespielt, weil es mir... war mir persönlich irgendwann zu langweilig gewesen. Muss das mal markieren. Mit Search for Caps. Achso. Dann gehen wir da einfach in die Richtung, oder? Dann komme ich ja auch schon an den anderen vorbei. Ich muss sagen, das ist schon mal ein bisschen was anderes, ne? So Wintermod und dann mit diesen Pseudo-Cell-Shading-Look. Das ist mal was anderes.
Cool. Und jetzt für Winter kann man das ja ruhig mal machen. Ich finde, das hat was mit diesen Ecken. Wie dass diese Kanten so scharf gezeichnet sind mit diesen schwarzen Rändern. Hier siehst du es ja am besten. Mit diesen schwarzen Rändern. Wenn ich jetzt das Ding wieder ausmache, siehst du ja gar nichts. Ne? Ist nur ein Brei. Außerdem habe ich das Gefühl, die Texturen sind auch nicht so richtig scharf dann. Und mit dem Ding sind sie schon ein bisschen schärfer. Habe ich das Gefühl. Der einzige Nachteil ist halt, dass auch die Texte also, dass da genau dasselbe gemacht wird. Schon wieder ein Checkpoint. Können die denn nichts alleine hier? Das war heftig. Das war erfrischend. Hört doch ja nicht mehr auf hier, war mit diesen Checkpoints und so. Diese Orte müssen sicher bleiben, damit wir sie rausschaffen können. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Mit diesen verteidigen sie den Stützpunkt, Checkpoint, kommt sehr häufig. Na klar. Der Wind. Guck mal hier, wie gut der Wind programmiert ist, oder? Ah, geil, ey, der Wind, ey. Das sieht aus, ey. Also da haben sie ja nun wirklich ein bisschen übertrieben. Wie der Schatten zittert, so geil. Mike, wie schaut's eigentlich heute bei dir aus? Was musst du heute noch so schön machen auf deinen Feldern? Guckst du der Kartoffel immer noch beim Wachsen zu oder kannst du schon abernten? Ich habe mir letztens hier bei Game 2 den Bericht angeguckt. Hatte ich, glaube ich, schon mal kurz erwähnt gehabt. Da habe ich mir den Bericht angeguckt, haben sie gezeigt, so mit diesen ganzen, wann man es aussehen muss, wann man es ernten muss. Und dann gibt es irgendwie 3 Maps, ne, habe ich gehört. Für welche Map hast du dich denn entschieden eigentlich? Was zum Teufel war das? Ah, ich habe den Arsch gefunden! Ja, ich dich aber auch. Aber schön, dass ich wieder mit mir selber spreche. Dankeschön.
Was ich den dann verpassen, ey? Geht doch gar nicht. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Gib's nicht auf, was? Was hat er gerade gemacht? Beim Umdrehen? Jungs, stehen bleiben, dann kann ich euch auch. Dann kann ich euch auch treffen. Ballert der denn? Scheiße! Von da ganz hinten? Und wo aus die immer treffen? Da ist auch noch jemand. Zeig dich! Los, wenn du dich traust! Nichts mehr zu sehen von ihnen! Na, warte mal ab. Wir sind gleich da. Das wird sicher lustig. Findest du? Mann, habe ich schlecht getroffen.
Scheiße, was war das? Wo wollte er denn jetzt hin? Immer schön die Flaschen mitnehmen. Natürlich in der letzten Truhe, weißt du. Wir haben ja relativ viele Flaschen eingesammelt, deswegen werde ich jetzt auch erstmal schön alle fertig machen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ging ja doch schneller. Das wär's. Nee, ihr habt gespielt Flasche voll. Aber willkommen zurück. Hab vorhin, glaube ich, 2 Minuten mit dir gequatscht. Bis ich dann gemerkt habe, da kommt keine Antwort. Okay, ich kann aufhören zu quatschen. Noch weiter runter. So weit. Better Criticals. Weiß nicht, funktioniert das auch bei den automatischen? Könnte man ja eigentlich ausprobieren, ne? Better Crits. Oder ich mache jetzt erstmal hier meine Energieresistenz. Wie viel Energieresistenz habe ich denn eigentlich?
30 Pünktchen können die noch reinhauen. Oder ich mache erstmal Blacksmith fertig. Ist ja nur noch ein Level. Dein Internet stockt, oh, das ist aber nicht geil. Wir sind jetzt schon seit 10 Jahren befreundet. Wie die Zeit nutzlos. Du hast doch was gesagt. Definitiv. Ach ja, besser als jetzt wird es nicht mehr. Ist die Leitung vielleicht zu kalt? Muss er erstmal ankurbeln? Geschossen. Noch ein Torso. Noch ein Torso. Hamster füttern? Hast du vergessen? Das ist nicht gut. Achtung, Bürger! Sie können nun wieder Ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Hunde haben angegriffen? Doch ein paar mehr. Gut, würde ich sagen, machen wir uns erstmal wieder leer. So, 10 Mininukes. Geil. Jetzt 5000 Schuss brauche ich da bestimmt nicht. Wahrscheinlich nicht mal 1000. Die Pistole brauche ich ein bisschen mehr. Die verballert sich ja rucki zucki. Bobby Pin Box. Ach was. Ist da dann schon wieder schief gelaufen? So. Scanner, das ist alles. Nee. Ich pack die Pip-Boys erstmal hier mit rein. Und den Starcock kann ich nicht wegpacken. Aha, okay.
endlich mal wieder ein bisschen leer gemacht hier. Vierhundertfünfundachtzig, krass. Fresh. Wo echt jetzt das? Was? Ich den frischen hier. Davon weiß ich ja gar nichts. Ice Cold Beer. Ist mir was Besonderes, ne? Kriegt man nämlich nur vom Mitchell. Jerky ist doch schon fertig, ne? Ja, Jerky ist schon fertig. Ist das, was ich eigentlich auch schon ewig verkaufen? Das schimmlige Essen. Oh, 20 Rabbit Legs. Das wird nicht aussehen, ein Leg. Das ist ein bisschen zu klein. Rossap. Alter, wie das spiegelt, ey. Krass. Was ist das? Das sieht aus wie ein Gewächshaus oder so was. What? Oder? Da oben? Was haben die denn da fotografiert? Captain Feast. Kann ich eigentlich Wims auch kalt stellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir ja trotzdem mal gucken. Vielleicht macht er das ja trotzdem. Hey Buddy, wo bist du? Buddy? Buddy? Hey Kumpel. Seien Sie gegrüßt, Kumpel. Ist Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Witz? Erzähl mir einen Witz. Erzähl mir einen Witz. Sind Sie ignorant oder einfach nur dumm? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk genießen? Ich nehme ein Bier. Kalt und erfrischend. Kalt und erfrischend.
mein Michael. Gucken, ob er das auch kann. Aber ich nehme mal an, Wim kann er überhaupt nicht. Der kann nur Nuka-Cola und Gwyneth. Gut, den Rest kann er nicht. Eins. Nicht gleich die ganze Fabrik. Aber ich habe doch nachgefüllt. Ist das nicht ein Zeichen des guten Willens, wenn ich gleich wieder nachfülle? Ich habe voll krass nachgefüllt. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Du machst nur nichts zum Anziehen. Ist doch voll kalt hier. Naja, wenn sie Kleidung will, wird sie sich schon welche anziehen, oder? Hoffe ich doch. Ich nehme mal an, die ganzen Quests sind jetzt hier erstmal wieder erledigt. Das heißt, wir können dann erstmal wieder weiter nach Bahaba. Gut. Warte mal, nee, warte. Ich muss noch ein paar Sachen wegpacken, fällt mir auf. Jetzt aus Versehen technische Dokumente reingepackt. Tesla. Nö. Okay. Dann ist alles gut. Innen ausgerüstet.
Da kommt er. Nochmal speichern, man weiß ja nie, ob da nicht irgendwas, ne, kaputt geht. Hat jemand einen Flug bestellt? Jo, auf zu den Arcanos. Let's go! Dass ich nach unten gucken kann. Oh, gucken wir mal ein bisschen nach vorne, so war. Recht. Überall sind Gegner. Aber überall, wo jetzt Gegner mal auftauchen, weißt du dann zumindest, okay, da sind so Brennpunkte, wo immer wieder mal Events passieren. Hatten wir den Turm schon? Jupp, den hatten wir schon. Ich glaube, einen Turm hatten wir noch nicht gemacht. Der ist aber, glaube ich, irgendwo im Süden. In der Nähe vom Leuchtenden Meer ist der, glaube ich. Bett. Vorbereiten auf Landung. Könnte ein wenig holprig werden. Im Wasser? Naja, so halb, wa? Halb im Wasser drin gewesen. Auf nach Faba! Jo, danke für den Flug. Bis zum nächsten Mal. Ja, stimmt ja.
Der rote Tod. Seefahrerin? Ich treffe dich dort. Der rote Tod wird sterben. Ich fahre dann schon mal vor, ne? Wir sehen uns. Der rote Tod. Verstanden, Festlandbewohner. Ich habe einen sicheren Kurs festgelegt, also halt dich dran. Die Sandbänke in der Nähe des Ziels bringen Boote dieser Größe schnell zum Kentern. Ich hol dich schon ein. Nicht viel weiter, Festlandbewohner. Als Tante Stacy den anderen von ihrer Begegnung mit dem Roten Tod erzählte, lachten sie sie nur aus. Und zwei Wochen später kam ein Fischerboot näher. Irgendwie ist das Boot nicht mitgekommen. Zurück. Vom Strand aus haben sie das Leuchten am Horizont gesehen. Schon mein ganzes Leben lang will ich die Herrschaft des Roten Todes beenden. Prax, überall um ihn herum. Da! Du siehst es, oder? Nee, ich sehe noch gar nichts. Wir treffen uns doch. Mach dich bereit. Ach, da ist er. So geil. Das kann nicht sein. Das ist der rote Tod? Bist du sicher, dass er das ist? Er muss es sein. Die rotleuchtenden Augen. Also, bei dichtem Nebel ist der kleine Knabe auch ziemlich gefährlich. Die Sandbänke hier sind tückisch. Ein mittelmäßiger Kapitän mit ein wenig Neugier würde auf Grund laufen. So weit draußen würde das dein Ende bedeuten. Du hast wohl dein Ziel erreicht. Da ist er. Ich hatte immer Albträume über einen kleinen Meyerlerk. Was sagen wir den Leuten zu Hause? Das sollte mein letztes großes Abenteuer werden. Aber wenn wir das erzählen, werde ich zum Gespött der Leute. Vielleicht schmücken wir es ein bisschen aus. Machen daraus den Stoff für Legenden. Das gefällt mir zwar nicht, ist aber immer noch besser als die Alternative. Gehen wir. Hier, das ist für dich, zum Feiern. Ich hätte nicht erwartet, dass es so ausgeht. Zum Feiern. Legende von Haber. Meyerlock Damage. Ja, danke. Ist er nicht putzig, der Kleine? Gucken dir an. Na, kleiner Mann. Oh, putzig. Den würde ich gerne als Haustier haben wollen. Den Mini-Meyerlurk. Schade, dass man den töten muss. Der macht doch gar nichts. Oder garantiert wiederbeleben, oder? Wann ist mit dem Wiederbeleben? Mal gucken, ob das funktioniert.
Reset AI.